15. Spieltag, Bayern 04 gegen den SV Werder Bremen. Ihr hört live das Werkself-Radio. Und jetzt geht Moussa Diaby schon auf und davon, ist schon im Strafraum. Diaby mit dem ersten Schuss. Die Stärke von uns diese Saison ist vor allen Dingen, dass wir auf die Flügel sehr gefährlich sind mit unserer Schnelligkeit. Heute waren vor allen Dingen unsere Außenverteidiger waren die freie Mann im Spielaufbau. Da hätten wir noch einigermaßen Raum. Aber ja, das hat heute leider nicht gereicht. Zinkgraven jetzt schon in der Bremer Hälfte. Der schickt den Ball weiter runter auf Moussa Diaby. Diaby jetzt schon fast aus der Torauslinie, chippt den Ball in den Rückraum. Direktabnahme Bailey, den hat er nicht gut getroffen. Deswegen tröpfelt der Ball so in Richtung Bremer Tor. Pavlenka, kein Problem. Aber man muss auch ehrlich sein, es ist nicht einfach gegen so tiefstehende Mannschaften die Räume zu finden. Dann braucht man einen Platz, wo der Ball schnell laufen kann. Und dann müssen die Einzelspieler auch ein höheres Niveau holen. Und ganz ehrlich war das heute nicht der Fall. Wir haben nicht das Niveau erreicht, was wir, sag mal, in die 3 Monate vorher immer wieder erreicht haben. Raum für tiefe Laufe waren natürlich, die waren nicht so viel da. Der Trainer hat auch, Florian hat auch gesagt, dass die das natürlich nicht wollen, diese Räume abgeben. Das haben die sehr gut gemacht. Öwald, Achtung, in letzter Sekunde Demirbay. Stark gemacht, ganz starke Aktion von Kerem Demirbay. Pause, und das ist gut so. Jetzt machen wir mal ein Reset. In die Halbzeit haben wir gesagt, Jungs, die Räume sind so eng. Wir schaffen es nicht, durch die Mitte zu kommen. Wir müssen schnell die Bälle reinflanken. Wir haben mit Patrick Schick eine Zielspieler, sehr gute Kopfballspieler. Da müssen wir, auch wenn wir so in die Halbräume sind, müssen wir schon die Bälle reinflanken. Augustinsson mit dem Ball in die Mitte. Toprak, das gibt es nicht. 0:1. Toprak steht da völlig frei. Ich weiß, dass der Toprak da im Abseitsposition erstmal stand. Vielleicht ist alles nicht mit unserer Linie geklappt, dass es nicht gerade war. Keine Ahnung, muss man gucken. Aber ja, so ein Tor darf natürlich nicht passieren. Und davon leben die Bremer. Und andere Sache war die Kontras, die auch gefährlich werden konnten. Und ja, war scheiße von. Wenn man dann auch noch 1-0 in Rückstand kommt, wird das natürlich sehr schwer. Wir haben gerade vor dem Spiel umgestellt, haben die so erwartet, dass sie auf Konter gehen wollen. Und wirklich mitgespielt haben sie nicht. Dennoch haben sie gut verteidigt und wir waren am Ende nicht zwingend genug. Deswegen haben wir Punkte liegen lassen heute. Jetzt mal wieder Leverkusen, Leon Bailey mit dem Chip in Richtung... Ja, Lucas Alario, der den Ball zwar verstolpert, aber der Schick, der schießt da nochmal aufs Tor und ins Tor. Und das ist das 1:1. Jetzt zeigt Cortes an, nee, Handspiel wohl. So lange haben wir, glaube ich, noch nie gewartet auf eine Entscheidung. Ja. Und es heißt jetzt Tor! Der Schuss von Patrick Schick. Also so hat doch mal dieses Bangen, Warten, Hoffen letztlich dazu geführt, dass es dann 1:1 steht. Ein Murmeltor. Glücklich haben wir dann noch das Unentschieden gemacht. Aber das war nicht gut von unserer Seite. Das hat nicht gereicht, um das Spiel zu gewinnen. Und das wollen wir natürlich immer. Das wollen wir auch hier zu Hause gegen Bremen. Aber das haben wir leider nicht geschafft. Achtung! Lars Bender mit der Rückgabe auf Lukas Radetzky. Und beinahe wären die Bremer da im 5-Meter-Raum dazwischen gewesen und hätten das 2:1 erzielt. Es ist Schluss, aus und vorbei. Bayern 04 gegen SV Werder Bremen. 1:1. Es ist glücklich, da heute kein Zuschauer dabei waren. Weil ich glaube, das macht keinen Spaß, so ein Spiel anzuschauen. Wir waren nicht in der Lage, um der tief kompakt stehende Bremer weh zu tun. Nee, klar, wir müssen auch besser in die Spiegel gucken, wie wir die Bremer schlagen können. Und nicht nur Bremer, sondern die kompakte Verteidigungsmannschaften, die wahrscheinlich sicher kommen, auch in der Zukunft. Enttäuschend, aber wir können es besser machen. Nee, war zu wenig, klar, und positiv, dass wir mindestens nicht verloren haben. Aber unser Anspruch ist natürlich, dieses Spiel auch, egal wie, zu gewinnen. Haben wir nicht geschafft und weiter geht's.